Hallo und herzlich willkommen, lieber Zwilling. Ich bin Tamara und ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung für den Monat Mai und ich möchte schauen, was auf dich zukommt in der Liebe. Ich möchte schauen, wie die Dynamik ist zwischen dir und deinem Gegenüber. Und genau, jetzt beginne ich auch gleich. Ich mische mal ein bisschen die Karten. Was haben wir da? Wir haben hier schon mal einen kleinen Indiz. 4 der Schwerter, 10 der Stäbe. Heilung, eine Situation verlassen. Aber schauen wir, was wir hier haben. Gerne eine Energie für den Zwilling. Was kommt auf den Zwilling zu im Monat Mai? Was kommt auf den Zwilling zu im Monat Mai? Die Kraft. Also wir haben hier mal eine Person, die einen Ausgleich hat, eine Person, die jetzt parat ist, bereit ist für einen weiteren Schritt im Leben. Vielleicht hatte diese Person einen schwierigen Moment. Und ja, möchte mit dir das auch irgendwie kommunizieren, drei der Münzen, ja, so diese, hey, reden wir miteinander, ich habe hier das Gefühl, es ging mir damals nicht gut, ich war einfach nicht auf der Höhe, ich konnte mich da nicht aufraffen und. Diese Person scheint jetzt in einer guten Energie zu sein. Was haben wir noch weiter für diese Person? Der Gehängte, also mal Perspektivenwechsel. Diese Person hat auch die Sicht auf die Dinge gewechselt und kann durch diese Art von innere Genesung der Emotionen auch sich wieder öffnen auf das Neue, kann auch irgendwie etwas, ja, vielleicht das, was einst war zwischen euch, was vielleicht diese Person nicht so klar gesehen hat, das kann diese Person jetzt anders sehen. Ein Stillstand kann man auch hier sehen, Page der Kelche, aber dieser ändert sich. Page der Kelche auch so eine Energie von, hey, hallo, ich bin wieder da, ich möchte so gerne mit dich treffen. Und so, ja, natürlich, diese Person kommt aus einer gewissen Stille, die vielleicht auch für dich sehr schwierig war und du dachtest, ja, okay, diese Person habe ich, von der habe ich schon ewig lange nicht mehr gehört, aber diese Person hat noch liebestechnisches Interesse an dir. Aber ob du damit einverstanden bist und wo es bei dir hingeht, das schauen wir jetzt natürlich an, weil ich kläre die Karten dann noch einzeln ab und übrigens, die Geschlechter sind neutral zu halten. Es geht hier eigentlich nur um die Charaktereigenschaft der Person. Drei der Kelche, ja, es kann gut möglich sein, dass, ja, vielleicht möchte diese Person dich treffen, diese Person möchte mit dir ausgehen und ein bisschen so, ja, was trinken gehen, mit dir plaudern, einfach Zeit mit dir verbringen. Aber was haben wir für den Zwilling? Bitte eine Energie für den Zwilling für den Monat Mai. Für die Liebe. Was kommt auf den Zwilling zu? Die 6 der Stäbe. Also du bist irgendwie sehr auf Erfolgskurs, könnte man sagen. Und die Liebenden, du weißt, wo du hin möchtest. Also ich glaube, für dich ist vielleicht auch klar, dass du eigentlich dich glücklich fühlst, weil du einen Entschluss getroffen hast, weil es jetzt endlich klar ist für dich, weil du vielleicht etwas Neues gefunden hast, was dich sehr bereichert. Und das Thema, eine Entscheidung treffen zu müssen, ist für dich sehr wahrscheinlich auch nicht mehr Thema im Moment, weil du eine Entscheidung getroffen hast.
Neun der Stäbe. Neun der Stäbe, so eine Art von, ja, es gibt da noch Dinge im Leben, die du vielleicht, gut, es kann natürlich sein, dass diese Person, also durch das, dass diese Person jetzt nochmal zu dir kommt, dass du denkst, das müsste jetzt noch ein Thema sein für dich. Das müsste vielleicht noch ein Problem sein zum Anschauen. Das ist vielleicht noch etwas, was dich beschäftigt oder so. Aber in Wirklichkeit ist es etwas, was du mit gutem Gewissen abschließen kannst. Ass der Stäbe und der Teufel. Ass der Stäbe, es ist klar, dass du hier irgendwie eine Leidenschaft hast, eine neue Leidenschaft. Und sehr wahrscheinlich wirst du noch einst ein bisschen blockiert durch diese Person, weil du vielleicht dastehst, vielleicht hast du nie etwas gesagt von dieser neuen Person, die in deinem Leben ist. Und ja, jetzt kommt diese Person aus der Vergangenheit und es macht dir vielleicht ein bisschen zu schaffen, weil natürlich eine Verbindung da ist, oder? Es war natürlich mal etwas da zwischen euch, es war mal was los bei euch und sehr wahrscheinlich ist es für dich ein bisschen schwierig, jetzt irgendwie ja, alles zu meistern, oder? Diese alte Situation, diese neue Situation, weil sehr wahrscheinlich hast du noch eine Freundschaft mit dieser Person offen. Aber was haben wir hier noch weiter für den Zwilling? Sechs der Schwerter, also eine Übergangsphase, du verlässt diese Situation. Sehr wahrscheinlich gab es hier zwischen dir und deinem Gegenüber gar keinen richtigen Abschluss in der Vergangenheit. Und ja, Page der Münzen, du bist in einer Energie von, hey, ich möchte die Welt neu entdecken. Ich möchte gehen, ich habe jetzt etwas Neues entdeckt, ich habe Lust und die Laune auch dazu, jetzt mich auf ein neues Abenteuer einzulassen. Und ich denke, hier möchtest du einfach ganz klar nicht mehr. Du hast hier keine Lust mehr. Du bist in einer sehr leichten Energie, sehr positiven Energie, kreativ und sehr konzentriert eigentlich auf deinen neuen Weg. Aber jetzt kläre ich die Karten mal ab, noch einzeln. Und ja, vielleicht hast du schon ewig lange gewartet hier auf dein Gegenüber und hast vielleicht viel Zeit und Energie dort investiert, vier der Schwerter, und bist jetzt nun auch in eine Heilung auch gekommen, oder? Dass du sagst, hey, ich weiß genau, was hier abläuft, aber ich bin innerlich jetzt irgendwo geheilter. Ich bin hier irgendwie geheilter und ich kann jetzt diese Situation einordnen. Genau, du kannst diese Situation einordnen. Wenn es ein bisschen lärmig ist, ist ein Traktor da unten beim Haus. Also, aber genau, hoffentlich hört man das nicht so laut. Gerne eine Karte für die Kraft. Ja, diese Person hat natürlich schon ernsthaftes Interesse, ist natürlich bedacht, ernsthafte Schritte auf dich zuzubewegen. Also diese Person weiß, ich kann nur auf Zwilling zugehen, wenn ich hier konkrete Angebote mache. Und vielleicht hat diese Person sich in der Vergangenheit nicht ernsthaft verhalten und das ist einfach das, was die Person jetzt auch machen möchte. Meine Katze ist im Hintergrund noch am Miauen, also wenn du das auch noch hörst, dann Entschuldigung. Ja, diese Person weiß ganz genau, hey, Zwilling hat recht. Ich hab mich einfach blöd verhalten. Und ich möchte jetzt aber etwas Ernsthaftes, ich möchte ernsthafte Schritte unternehmen.
einfach wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Und auch hier die vier der Schwerter, auch eine, ja, eine, wieder dieser Stillstand, diese Art von toxischer Stillstand. Es ist einfach ein toxischer Stillstand, der hier war. Und du hast dich mittlerweile eh sowieso entwickelt. Was haben wir hier für den Gehängten? Jetzt hört man auch noch die Vögel zwitschern, weil ich habe gerade hier beim Fenster ein Vogelnest. Hörst du es? Schon krass, oder? Gerne eine Karte für den Gehängten. Diese sieben der Kelche ist natürlich logisch, dieser Wirrwarr der Gefühle. Diese Person hatte vielleicht andere Optionen und hat durch diese Warte, durch diesen Stillstand eigentlich auch die Chance mit dir verloren. Es ist sehr wahrscheinlich eine sehr attraktive, hübsche Person hier. Und der Stern, ja, diese Person wünscht sich natürlich hier eine Wiedervereinigung, die Möglichkeit, irgendwie dir wieder näher zu kommen, irgendwie, ja, vielleicht dir Komplimente zu geben, ja, mit Page der Kelche. Oh, du siehst ja schön aus und hast eine Entgiftungskur gemacht jetzt, oder du siehst ja wirklich strahlend aus, deine Haut ist so schön und schöne Haare und, oder? Also irgendwie möchte diese Person sich wieder bei dir melden. Was haben wir für den Page der Kelche? Page der Schwerter. Das sind natürlich Informationen, auch die dich erreichen werden. Natürlich wird dich diese Person anschreiben, diese Person wird mit dir schreiben, wird versuchen, dich irgendwie zu erreichen. Sehr, ja, einfach, ich denke, dass diese Person viel schreiben wird. Ein bisschen mit einer Art von, ich finde, diese Person ist einfach unreif. Das ist einfach das. Vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du, mit wem du es hier zu tun hast. Vielleicht kann dir die Legung ein bisschen helfen, dich inspirieren. Zwei der Stäbe, ja, diese Person ist sich jetzt klar am Überlegen, eben, ich möchte jetzt mit Zwillingen es wieder versuchen und hat einfach nicht diese Fähigkeit eigentlich, dir näher zu kommen. Das ist eine sehr junge Person und auch sehr attraktive Person. Aber natürlich ist schon diese Person weiß, also ich habe jetzt Page der Stäbe, Page der Schwerter, Page der Kelche, das ist eine sehr unreife Energie. Aber diese Person weiß, dass du hier nur ernsthafte Sachen möchtest. Ja, du hast keine Lust mehr auf diese unreife Begegnung und Beziehung. Und ja, also diese Person kommt auf jeden Fall nochmal. Aber wir hatten vorhin den Teufel. Ich denke, dass auch wenn diese Person mega attraktiv ist und du Spaß gehabt hast mit dieser Person, wird es sehr schwierig werden, dass du glücklich wirst, weil schlussendlich... Ja, schlussendlich ist es einfach, das ist eine schwierige Situation irgendwie. Natürlich kannst du sagen, ich probiere es nochmal und so, aber es ist Zeitverschwendung, das meine ich. Du kannst es machen, aber wenn du gut emotional stabil bist, wenn du einfach sagst, okay, ich möchte jetzt einfach nur Spaß haben, ich habe hier niemanden und so weiter, dann ist das ja auch eine persönliche Entscheidungssache. Aber es ist einfach,
Es wird sehr wahrscheinlich zu nichts bringen. Es wird nicht zu einer. Gut, es ist Geschmackssache, oder? Vielleicht sagst du mir, gefällt diese Person. Ich freue mich mega, dass diese Person jetzt wieder zurückkommt. Auch wenn diese Person noch jung ist und unreif und und. Freut mich total. Und wir wachsen dann zusammen, ja, an dieser Unreife. Also dann ist es ja auch okay. Oder ich meine, diese Person zeigt sich ja auch, weil es diese Person ja auch eine gewisse Wichtigkeit hat in deinem Leben. Aber diese Person bringt dich durcheinander. Das ist das Problem. Das heißt, dass du vielleicht eine bessere Option hast. Eine bessere Option, eine Person, die dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Eine Person, die dir hilft, auch, dass du dich darfst öffnen emotional, dass du dich darfst fallen lassen emotional, dass du eine Schulter hast zum Anlehnen. Das ist eine Person, mit der du tiefe Gespräche führen kannst. Das ist eine Person, die dich auf deinem Weg, deiner Entwicklungsweg unterstützt. Ist vielleicht eine Person, die älter ist, okay, vielleicht nicht mehr die gewissen Schönheitsvorteile hat wie diese Person, aber diese Person ist für deine Entwicklung sehr wahrscheinlich relevant. Für deine emotionale Stabilität in Zukunft, für dein Glücklichsein auch und dass du, lieber Zwilling, dass du dich kannst kreativ weiterentwickeln, weil schlussendlich können solche Energien einem ein bisschen blockieren, weil man vielleicht nur noch auf irgendeiner Energiefrequenz ist, wo man nicht mehr nachher in diese Kreativität kommt. Und ich habe das Gefühl, für dich ist wichtig die Kreativität, dass du diese förderst, dass du kannst in Ruhe deinen Projekten, deiner Arbeit, deinen Dingen nachgehen und dich dort kannst weiterentwickeln. Und darum ist es wichtig, dass du jemand hast, der schon ein bisschen, eine Person, die dich da fördert, die dich wirklich unterstützt, auch in familiärer Hinsicht. Wenn hier nochmal sollte das Thema Familiengründung da sein, an eine Person, die wirklich dich unterstützt und am gleichen Strang zieht, so quasi. Und das brauchst du, weil du schon mega hübsch und attraktiv auch wirkst und bist, das spürt man hier. Aber du brauchst jemand, eine Person, die. Du brauchst wirklich eine Person, die im Hause ist, die wirklich also im Hause ist, eine Person, die. Einfach also dich unterstützt einfach, ja, in jeder Hinsicht dich unterstützt. Genau. Was haben wir für die Sechs der Stäbe? Das Gericht. Also irgendwie bist du sehr auf dich fokussiert. Du bist sehr in einer sehr guten Stimmung. Du hast es wirklich geschafft und du wirst auch in diesem Monat wirklich so quasi dastehen und die Leute sehen eigentlich deinen Erfolg, sehen, wie du an dir gearbeitet hast, an deinen, ja, wirklich, du bist sehr erfolgreich, du bist wirklich sehr, aber weil du auch viel daran gearbeitet hast und weil du auch sehr viel gemacht hast, damit du überhaupt in das kommst und das ist eigentlich sehr wunderschöne Energie für dich. Du hast wirklich die Kraft auch gefunden, dich dir selbst zu widmen, in allen Bereichen wirklich. Das ist natürlich etwas sehr Schönes. Und der Eremit auch hier, ja, du warst vielleicht auch zurückgezogen in der letzten Zeit, aber da hast du wirklich sehr viel auch für dich gemacht. Das ist eine Situation, wo du auch schützen solltest. Was haben wir für die Neun der Stäbe? Die 10 der Münzen. So eine Energie von
diese, ja, du strebst halt schon diese Verbundenheit an. Und das ist eben wichtig. Für dich wird das wirklich ein Thema sein, jetzt im Monat Mai, eine gewisse Fülle und Stabilität für dich also dass du das fühlst. Ja, für dich ist das wichtig, das ist etwas sehr Relevantes hier. Und genau, und ja, der Wagen, also vielleicht ein Umzug steht bei dir bevor, vielleicht ziehst du um, vielleicht ein neuer Job. Es ist eine Lebensveränderung hier, ganz krasse Lebensveränderung da. Und für dich ist es wichtig, dass du wirklich die Fülle für dich, du gehst in einen neuen Lebensabschnitt, in Fülle, in die Fülle, auch materielle Fülle, häusliche Fülle, Fülle mit Menschen, guten, tollen Menschen als Freunde, wirklich diese Familie, du bist in dieser Fülle und das ist sehr wichtig für dich. Und du strebst das an, du wirst auch wirklich dahin kommen in diese Fülle, weil der Wagen ist auch eine große Arkana. Das deutet darauf hin, dass du hier komplett in eine neue Lebenssituation kommst. Und hier der Gehängte, oder? Diese Person ist sicher eine mega liebe Person, oder? Die ist mega lieb und so. Aber diese Person ist in einem Entwicklungsprozess sehr stark drin noch. Und das braucht enorm viel Zeit, oder? Bis diese Person eigentlich ein bisschen heranreift. Und du bist hier ja als Königin der Schwerter. Du bist die Königin der Schwerter. Du bist eine Person, die diese Person weiß schon, dass du hier gewisse Anforderungen hast. Du hast Anforderungen, du weißt, was du möchtest. Du bist klar in dem, was du sagst, und das weiß diese Person. Natürlich. Ich denke, das ist auch eine intelligente Person. Das ist eine Person, die sehr gescheit ist, vielleicht studiert oder am Studieren ist. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist sicher eine sehr intelligente und interessante Persönlichkeit. Aber du bist einfach hier jetzt in einer anderen, du bist schon einen großen Schritt weiter. Das ist eben das Problem hier eigentlich. Nicht unbedingt der Altersunterschied oder dass diese Person jetzt erst zu dir kommt, jetzt mit so dich erreichen möchte, sondern einfach ihr seid auf einem verschiedenen Entwicklungsstand. Genau. Was haben wir hier für die Sechs der Schwerter? Wir haben hier mal die zwei der Stäbe, du weißt, in welche Richtung es geht, du weißt, du hast einen Weg schon, du hast den Weg schon eingenommen. Was haben wir noch für die Sechs der Schwerter? Ja, schon wieder die Sechs der Stäbe. Du bist wirklich hier auf Erfolgskurs und du hast einen Weg schon für dich eingeschlagen. Du weißt ganz genau, was du möchtest. Es ist schon durchdacht. Jetzt kommen die nächsten Schritte, werden hier noch eingeleitet. Aber du bist auf Erfolgskurs, lieber Zwilling. Und genau. Aber ich hätte doch noch gerne, wir haben hier noch den Turm, der möchte sich noch zeigen. Ja, es kommen wirklich extreme Veränderungen auf dich zu. Und ja, sehr starke Veränderungen. Du hast wirklich etwas erreicht. Etwas wird bei dir geschehen, wo du sagst, hey, jetzt habe ich gewonnen. Und weil wir haben hier zweimal die Sechs der Stäbe, also für dich kommt wirklich eine Art Fülle ins Leben, eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Gewinn, ein Gewinn kommt auf dich zu, auf irgendeine Art und Weise kommt auf dich ein Gewinn zu. Vielleicht bekommst du eine mega schöne Wohnung, eine Wohnung wird dir zugesagt. Oder du bekommst, und das freut dich, weil du in einen schönen Ort ziehst und dort hat es Landschaft und Pferde und und. Ist nur ein Beispiel. Oder du bekommst irgendwie eine tolle Arbeitsstelle mitten in einer Stadt oder vielleicht findest du die Stadt so cool und vielleicht aber ist in deinem Freundeskreis irgendeine Person, die jetzt plötzlich, die du neu kennenlernst oder so. Es ist eine totale Veränderung hier bei dir im Gange.
Und ich denke, es ist wichtig, dass du dich weiterhin auf also dass du dich auf weiterhin dorthin bewegst, auf deinen Erfolg, ja, dass du weiterhin ja, auf Erfolgskurs bleibst, so quasi. Was haben wir hier für einen Ratschlag? Der Teufel, siehst du, und diese Situation hier ist nochmal so eine Probe. Wir haben hier an der Unterseite des Decks haben wir die Hohepriesterin. Ich denke wirklich, das deutet darauf hin, dass diese Situation hier dich sehr wahrscheinlich hier abhalten wird. Und hier die Hohepriesterin deutet darauf hin, lieber Zwilling. Folge deiner Intuition, folge deinen Impulsen, nehme ganz feinfühlig, achtsam wahr, was hier abläuft, und denen kannst du auch vertrauen, deinen Impulsen. Und hier habe ich ja der Teufel und hier habe ich ja eine schwarze Säule, und es passt wirklich gut, hä? Es passt wirklich gut. Siehst du, du musst intuitiv spüren, was jetzt hier los ist. Das ist sehr klar, eine Klarheit bekommen. Wenn du hier hingehst, dann weißt du, wo du hingehst. Wieder in eine Verstrickung. Ich sage nicht, dass es prinzipiell schlecht ist, aber das ist eine energetische Sklaverei, das hier. Und das ist schwierig, aus diesem Wirrwarr herauszukommen. Und hier bist du ganz klar auf Erfolgskurs hin zu einem neuen Lebensglück auch. Weil Erfolg ist natürlich schlussendlich sich glücklich fühlen, sich geborgen fühlen, sich in dieser Kraft auch zu sein. Ja, das ist der Ratschlag vom Universum. Sei achtsam, sei intuitiv, sage nicht viel, rede nicht allzu viel, tu nicht so viel kund über dich, über dein Vorhaben, über deine Ziele, über deine erreichten Dinge, sage überhaupt nichts. Und genau, das ist so ein bisschen das, was ich hier sehe, lieber Zwilling. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit und genieß die Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal, in dem Fall, mach's gut. Tschüss.